Und hiermit wieder ein herzliches Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Momentum Mario, wie ihr seht, mit einem neuen Video und zwar von Final Fantasy 15. Wir müssen da einen Kilometer laufen. Muss mich kurz, das hätte ich eigentlich alles vor der Aufnahme machen können, aber ich muss hier ein kurzes Stück fahren. Und da wir selbst fahren können, fahren wir einfach mal ein bisschen selbst einsteigen. Wir tun manuell fahren. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Sehr schön. Schön. Nee. Warte, wo muss ich hin? Ich muss, glaube ich, hier. So, oder? Ich glaube mal. Wir fahren jetzt einfach mal hier. Ja, das Blöde ist, man kann halt wirklich nur rechts, links drücken und so. Das ist wie auf Schienen hier. Oh, wow, wow, wow. Jetzt fahren wir hier nach unten. Nee, und... Ah, uns fehlt die Musik, Leute. Wow. Die CD muss sogar laden. Das ist voll realitätsmäßig und so. Dun, dun, dun. At the struggle's end. Ich will ein cooles Lied jetzt haben. Ja, Kokobos gab's in Final Fantasy 7. Das war so eine Art Reitmount, ja, so eine Art Vogel. Und ja, das brachte dich halt schnell von A nach B. Und es gab in Final Fantasy 7 dann, glaube ich, sogar das goldene oder das gelbe Kokobo. Und das konnte sogar über Wasser laufen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Final Fantasy 7 war eine scheiß Grafik, ja, keine Frage. Aber für die Verhältnisse und für, von der Story her und den Gameplay und alles, einfach nur ein Traum und eines meiner ersten Spiele. So, wir parken jetzt hier. Und sind auf der Kokobo Ranch. Mir kommt es vor, als würde unser Sprit schneller dahin schwinden als das Vermögen von Trump. Was? Ich rede wieder Schluss, Leute. Da gibt's Waffen zu kaufen. Da gibt's Waffen zum Kaufen und jeder weiß, dass in einem neuen Gebiet neue Waffen cool sind. Ein hoffnungsloser Fall. Selten. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau ja, richtig. Ja, ich brauche Waffen. Lufthandsäbel. Oh! 131 Angriffskraft und jetzt hat er was mit 78. Ist ja klar, dass wir da was kaufen. Nutrilanze? Nee. Die Dolche sind besser. Eine Schusswaffe, die wird wahrscheinlich auch besser sein. Ja. So, ein Drachenschild. Kaufen wir mal. Und hier haben wir noch Eisenreif. Was haben wir hier nicht? Kriegerknöchelband plus 50 Stärke, was haben wir hier? Wow, 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 gute sichere Weste. Weißer Salbei. Ein Amulett. Und die Magie. Ah, Willenskraft. Taschentuch? Was tun wir mit Taschentuch? Bis in Bälde. So, natürlich müssen wir die neuen Waffen auch ausrüsten. Wir haben hier einmal die Hauptwaffe, da hat er jetzt eine neue. 100. Oh, alter Falter. Und das Drachenschild. Ich habe keine Ahnung, was ein Drachenschild ist. Aber er kriegt es einfach mal in die Hand. So, der hat hier die Entermesser. Eine Zweitwaffe wäre hier auch, glaube ich, ganz cool für den. Wir geben ihm mal Diste. Der kriegt natürlich auch was. Verhängnis. Eine neue Waffe und eine Zweitwaffe. Ah, was hat er jetzt? Was hat er jetzt? Die Autoarmbrust. Dann kriegt er den Bioblaster natürlich. Warte mal, für Noctis haben wir nichts gekauft, oder? Da haben wir ja alles. Ja, das sieht gut aus bei ihm. Das sieht wirklich gut aus. So, wir gehen jetzt zur Quest hier. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid.
aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Ja, ich will Chocobo haben! Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Ja, also muss ich denn jetzt nochmal anreden? Womit kann ich heute dienen? Ich mach's! Wie wär's mit einer kleinen Stärkung? Refugien wurden eingezeichnet, Parkplätze, sehr schön. Ortschaften. Jawoll! Wie wär's mit einer Tüte gesunder Gesundchips? Und jetzt müssen wir den Behemoth. Diese Biester machen umbringen. Uns schwer zu schaffen. Nebelauge hieß er, ne? Stufe 15, das sollte passen. Viel Glück. Seid vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. So, ja. Wir gehen jetzt auf die Jagd, Leute. Wir gehen jetzt auf die Jagd, weil ich einen Chocobo haben will. Sieh mal hier. Was gibt's? Was denn? Gieserchips im biologischen Anbau. Ist das nicht eher Futter für Chocobos? Angeblich auch für Menschen geeignet. Soll ich jetzt ja, aber nicht für mich. Soll ich dir jetzt sowas kaufen oder was ist denn los jetzt mit dir? Hier liegt was. Cool. Fast übersehen. Liegt hier auch irgendwas? Lesen? Ich hoffe, ihr habt genug Zeit gehabt zum Lesen. Ich schon. So, wir müssen jetzt da unten hin. Nebelauges unter... Oh! Sieh mal! Was denn? Alter, zeigt mir doch nicht immer irgendeinen Blödsinn! Los geht's! Los geht's! Abmarsch! Ja, Nebelauge geht's jetzt an den Kragen, Leute. Den werde ich einheizen. Jetzt ist ein Level 15er, ich bin Level... Ja, 17, das sollte eigentlich passen. Knockt! Meinst du nicht, wir sollten schnell nach Lestalum? Meine Schwester macht sich sicher schon Sorgen um uns. Ja, aber Chocobo ist wichtiger. Chocobo ist wirklich wichtiger. Was ist denn das? Gestein? Nee. Das ist da oben. Wo ist... Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Boah! Leichter geht's also, nicht. Weg mit euch! Sein Gesicht! Ist er vergiftet? Ach ja, ich bin wirklich vergiftet. Weiter geht's. Gegengift. Ja. Das erste Mal, dass ich Status, also Gegenstands-Dingsbums habe, ne? Augen also Statusveränderungen. Sorry, Leute, ich bin hier jetzt gerade ein bisschen durch den Wind. Denn wir müssen jetzt ein schweres Monster bekämpfen. Ein gefährliches Monster. Ein überaus großes und. Irgendwas stimmt nicht. Bösartig. Nope. Wollen wir das jetzt wirklich? Wollen wir das jetzt wirklich, Leute? Ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal. Das Ding ist so groß, dass es Bäume umhaut, aber es ist egal. Wir gehen einfach mal nach. Warum gehen wir nach? Weil wir dumm sind. Weil wir dumm sind. Das ist das Gegenteil von nicht intelligent sein. Wir sind einfach nur dumm. Ja? Wir sind dumm, weil wir das jetzt aufklären. Cool. Geht's hier rein? Nee, oder? Nee, wir müssen da wirklich rundherum. Das ist jetzt so eine Art Dungeon. Ihr seht, der Nebel wird dichter. Und nur Goethe ist dichter. Boah! Augen auf! War keine Absicht!
Konzentration. Okay. Ah! Schön brav, meine Lieben. Sammeln! Wir uns neu. Das Spiel ist aus. Weg mit euch. Das mit dem Gengift, das nervt ein bisschen. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ich glaube, das haben wir jetzt öfters. Vielleicht habe ich irgendeinen Talisman oder so. Was hilft gegen Gift, ne? Armbandstärke, Träger Vergift. Okay, das geht ein bisschen was runter, ne? Was ist denn das Fechterarmband? Da geht er voll runter. Ja, komm. Das hilft nichts. Wenn ich die ganze Zeit vergiftet werde, das ist doch auch nicht der Sinn der Sache. Hallo? Ist hier jemand? Ich will da rauf. Oh, hier liegt was. Ein Schnurhaar. Ich würde gerne Gegengift selbst herstellen. Geht das irgendwie? Ich will das machen. So, Drillhorn. Das ist ein verlorenes Horn, oder was? Okay, es geht weiter. Rein! In die düstere Schlucht. In die nebeldurchtränkte Schlucht. Die voller Gift und Gefahren. Hallo? Hallo Sackgasse, hier liegt sich irgendwas. Es liegt immer irgendwo was, ne? Nichts ist umsonst. Behemoths Horn. Ja, hier, jetzt haben wir wirklich sein Horn, ne? Jetzt haben wir wirklich sein Horn. So, wir schauen weiter, wir schauen weiter, wir schauen weiter. Hallo? Ha. Ein Schnurhaar. Hallo? Gute Idee, geh du vor. Boom. Langsam. 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 Wo ist es? Wo ist... Warte. Der sieht eh nichts auf der Seite, oder? Friss mich nicht. Ja, wir schleichen uns hier vorbei. Obwohl wir eh gegen das Ding kämpfen müssen, ne? Jo, jetzt geht's los, ne? Ich hab nur gefurzt, Junge. Ich hab nur gefurzt. Ich schwör. Auf deiner hässlichen Mutter. Bei deiner hässlichen Mutter. Ist mir wurscht jetzt, ich bin aufgeregt. Ja, komm, schleich mal weiter. Geht schon wieder. Wir müssen das Ding erlegen, ne? Und wir schleichen uns hier rum. Aber ist okay. Auf geht's. Sagt er. Auf geht's.
Jetzt kann er uns nämlich nicht mehr fressen, wenn man im Freien steht, weißt? Jetzt ist alles safe. Alles sicher. Easy cheesy. Ja, jetzt kommt das Ding doch eh gleich. Wo ist es denn? Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts. Aus dem toten Winkel. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, Leute. Ihr glaubt das vielleicht nicht. Aber das habe ich mir gedacht. Dass ich ihn von rechts attackiere. Wobei, ich würde ihm gern sein linkes noch nehmen, ne? Oh, hier liegt so viel Scheiße. Ich habe, glaube ich, nicht genug Heilung mit, dass das jetzt irgendwie gut geht, Leute. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Da liegt wieder was. Ich kann nicht widerstehen, ich kann nicht widerstehen. Ich muss gleich niesen. Sorry, Leute. Sorry, das war mein erstes Niesen in einem Let's Play, aber ich konnte jetzt wirklich nicht anders. Es tut mir leid, wirklich. Wenn ich nicht vergesse, schneide ich sogar raus. Aber ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet. Aber es ist halb so wild. Hier ist ein dickes Ding. Diese Folge wird sicher Überlänge haben. Vorsicht walten. Das ist mir jetzt egal. Wir legen das Ding jetzt, ja? Koste es, was es wolle. Wo ist es? Wo ist es? Ich will eine fette MG und einfach drauf schießen. Jawohl, wir sind jetzt hier richtig, ne? Da ist er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. Was? Folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn in den Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Oh je, Leute! Ich dachte nicht, dass das jetzt irgendwie noch ein bisschen in die Länge gezogen wird. Aber Leute, wie es weitergeht. Ja, sorry Leute, ich kann nicht anders. Seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.